For centuries, Mistralia's inhabitants led happy, prosperous lives in the valley, ruled by mage kings. Individuals who exhibited the gift for spellcraft were raised by the royal family. Until the troll plague. Commoner, noble, none were spared. Not even the royal family. The crown was passed to a young, untrained mage. Aetius, first of his name. He dabbled in forbidden uses of the gift, which consumed him. The Mad King destroyed entire villages. He had to be stopped. Thus began the age of the Marquis, where magic is forbidden. But once every decade, a child still is born with the gift. Also, Sie kennen nun dein Geheimnis. Wer sind Sie? Dein Mentor. Ich habe nichts Besseres vor, als dich auf deinem Weg anzutreiben, eine Magierin zu werden. Denn wenn ich es nicht tue, wirst du ohne Zweifel das gesamte Tal niederbrennen, dummes Mädchen. Was? Lass sie mich in Ruhe. Es war ein Unfall, ich... Ich weiß. Komm. Wohin komm? Ich will keine Magierin sein. Denkst du das? Nun, du solltest sicherlich auch nicht aufhören, ein Zuhause und einen Onkel zu haben. Du wolltest. Doch, das ist geschehen. Also kannst du bald jemand sein, den der Marquis wegen seines Magierseins einsperren oder umbringen lässt. Oder... Du kannst eine echte Magierin sein und etwas Gutes im Tal ausrichten. Komm und hör auf mich und lerne. Wer sind Sie? Habe ich dir schon gesagt. Mentor. Stimmt etwas mit deinen Ohren nicht, Mädchen? Wer bist du? Sia. Schönen guten Tag, Sia. Zeit, erwachsen zu werden. Was? Das Leben ist so einfach, nicht wahr? Du hast die Gabe. Du bist eine Magierin, oder vielmehr, du wirst eine Magierin werden, oder du wirst bald tot sein. Deine Entscheidung. Ich will nicht sterben. Dann bist du also eine Magierin. Lass uns anfangen. Aber wie? Komm mit mir, du hast viel zu lernen. Ja, wir haben wahrlich viel zu lernen. Und damit herzlich willkommen zum ersten Teil von Mages of Mistralia. Wie ihr seht, habe ich Kreislaufprobleme, aber das wird sich schon legen.
Ja, ich freue mich unglaublich auf das Spiel. Ich muss jetzt noch mal kurz ein paar Worte verlieren. Und zwar habe ich eigentlich versucht gehabt, mir einfach mal ein Let's Play bei YouTube anzuschauen, aber da gibt es momentan noch nicht so viel. Es kann natürlich sein, dass, weil das Spiel vor kurzem erst rausgekommen ist, ich glaube vor 2 oder 3 Tagen, zum aktuellen Zeitpunkt. Ja, und mich hat das schon irgendwie gehuckt von der Optik her. Sieht sehr nett aus, sehr schön. Also ich stehe auf jeden Fall auf den Style hier. Und habe mir gedacht, wenn es kein Let's Plays gibt, warum machst du da nicht selber eins? Das letzte Let's Play, was ich gemacht habe, war so Witcher. Das ist, glaube ich, auch schon gar nicht mehr auf meinem Kanal verfügbar. Aber ich habe Lust, dieses Projekt jetzt nochmal zu starten. Und freue mich auf jeden Fall auf jeden Besucher. Und heiße euch alle willkommen. So, hier ist unser Mentor. Aber ich werde jetzt erstmal ein bisschen rumschauen. Was haben wir denn hier? So gelb, wenn man da irgendwie in die Nähe kommt. Aber ich glaube, hier kann man noch nicht so viel machen. Von der Steuerung her, ich drücke gerade alle Knöpfe. Passiert aber noch nichts. Also ich spiele auch mit dem Controller. Da reden wir mal mit dem Mentor. Jo. Es wird Zeit. Magierinnen können nicht den ganzen Tag schlafen. Jo. Also, Zauberspruchunterricht. Hä? Jo, well. Zauberei, meinetwegen, falls das Wort dich weniger erschreckt. Wenn die Menschen sich weniger um Worte und mehr um Taten kümmern würden, wäre das Tal ein besserer Ort. Komm, willst du immer noch eine Magierin sein? Oh, ja, aber wie? Indem du ausprobierst, scheiterst und somit lernst. Zaubersprüche. Das war ein Zauberspruch. Was für ein Zauberspruch? Ah, du erstrebst bereits, mich zu verwirren mit deiner Genialität. Ich habe dich die Grundlagen gelehrt, aber du musst die Zaubersprüche erlernen. Versuche Magie anzuwenden, ohne Vorwissen und ohne das Buch. Und Hütten brennen ab, ja? Nicht gut. Nicht gut. Also probiere aus, scheitere und lerne. Geh nach Haven, wo sich Magier treffen. Es gibt noch andere? Ja, es gibt noch andere wie uns. In Haven sollst du dein Training erhalten. Es liegt tief im Wald und ist schwierig zu finden. Also folge dem Pfad, der dich am tiefsten hineinführt. Dort sollte ich ebenfalls sein und dich ein paar Anfängertricks lehren. Du meinst, ich gehe allein nach Haven? Natürlich. Du bist diejenige, die eine Magierin sein will. Also geh. Aber ist das nicht gefährlich da draußen im Tal? Natürlich. Aber... Ach, keine Sorge, Mädchen. Wenn du ein schreckliches Ungeheuer triffst, fackel es einfach ab. Und du hast eine ganze Hütte geschafft, oder nicht? Das Leben ist so einfach, nicht wahr? Ja, die Dialoge gefallen mir auf jeden Fall schon mal. Geh, lass mich das hier nicht bereuen. Habe ich ihn aus Versehen, glaube ich, gerade nochmal angeklickt. Wie es aussieht... Kann man hier an den Dingern speichern, wenn man vorbeiläuft? Und ja, ich erkunde hier nochmal ein bisschen die Gegend. Okay, schwimmen kann sie schon mal nicht. Dann werden wir das Gebiet hier erstmal wieder verlassen, wenn es hier nichts weiteres zu sehen gibt. Jo. Okay, ich müsste jetzt eigentlich ertrinken. Aber das Wasser war wahrscheinlich nicht tief genug. Habe ich zum Glück den Sturz überlebt. Na toll. Wie soll ich jetzt nach Haven kommen? Ja, und so nimmt das Abenteuer wohl seinen Lauf. Es scheint ein französisches Spiel zu sein. Jo, und da ist ein Zauberbuch. Ein Zauberbuch? Ich frage mich, was das hier macht. Wer bist du? Er hat es gerade gesprochen? Oder war das nur in meinem Kopf? Nun, vielleicht wirst du das tun.
Habe keine Furcht, junge Magierin. Ich kann dich zurück auf deinen Weg führen. Ich nehme es mal besser mit. Ich weiß nicht, ob mich das jetzt angeflüstert hat, das Buch, aber ich habe es jetzt einfach mal so vernommen. Ja, ein Zauberbuch. Dieses Zauberbuch scheint telepathisch mit mir zu kommunizieren. Ich glaube nicht, dass das Buch des Mentors so etwas macht. Ein neuer Gegenstand. So, das Spiel wurde wieder gespeichert und weiter geht's. Hier lass mich da ja... Ich mach's mal anders. Hier lass mich dir zeigen, wie man eine Imedi-Zauberspruch benutzt. Imedi, neuer Fokus, ermöglicht augenblickliche Zaubersprüche wie Aufschlitzen und Explosion. Okay, das ist also unser erster Zauberspruch. Und damit haben wir schon den ersten Schalter aktiviert. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen wie bei Zelda hier. Vasen kaputt hauen, Sachen aufsammeln. Da oben haben wir jetzt 3 Stück gesammelt. Was auch immer das für Sachen sind. Ich sehe gerade oben rechts ist noch diese komische Box. Ich weiß nicht, wo genau die herkommt. Ich versuche sie gleich mal aus dem Spiel zu verbannen. Aber bevor ich das tue, werde ich erstmal hier den ersten Gegner noch niederknüppeln. Das ist auf jeden Fall ein Nahkampf-Zauberspruch. Und das scheint auch so, als... Es scheint auch so, als würde ich aktuell keine anderen Knöpfe benutzen können. Sind die Kobolde dermaßen frech? Welcher Magier passt nicht auf diesen Teil der Wälder auf? Ja, scheinbar gibt es hier nicht so viele Magier, die hier aufpassen. Wir sind der einzige Magier, deswegen ist es unsere Aufgabe, hier die Kobolde kaputt zu machen. Ja, ich werde nochmal jetzt kurz eine Pause einlegen, versuchen, oben dieses blöde Ding wegzubekommen. Ja, und herzlich willkommen zurück zu Mages of Mistralia. Wir werden jetzt mal hier weitergehen. Und hier kommen immer noch die ganzen Intro-Texte. Hier wirst du einen neuen Trick benötigen. Ich werde dir beibringen, wie man einen Ego-Zauberspruch auswirft. Neuer Fokus. Ego ermöglicht Zaubersprüche, die einen selbst betreffen, wie Schutzschilde und schnelle Bewegung. Okay. Nehmen wir das Schutzschild, dann müssen wir hier wahrscheinlich einfach rüber, aber bevor ich das mache, ich will nochmal hier unten erkunden, ja? Das ist mal ganz wichtig. Also die blauen Sachen werden sehr wahrscheinlich Mana sein, wie wir oben links sehen können. Das ist der Balken. Rot halt die Energie, was klar ist. Und das andere ist sehr wahrscheinlich unser Geld oder irgendwie sowas. Mal gucken. Also hier oben kann ich auf jeden Fall ein bisschen rumscrollen. Wir haben hier die gewundene Lichtung. Wir haben hier Haven, da sollen wir hin. Und dann hier die ganzen anderen Punkte. Die werden wir noch alle im Laufe unseres Abenteuers besuchen. Wir haben hier unsere Sprüche, Imedi und Ego. Noch nicht so viel, aber es wird noch sehr viel mehr werden. Und ja, in dem Spiel geht es ja eigentlich hauptsächlich darum, die Zaubersprüche zu customizen, zu verändern. Und ja, man hat da so viele unterschiedliche Möglichkeiten, seine Zauber zu individualisieren. Das soll halt einen sehr großen Teil des Spiels ausmachen und halt auch diese Genialität. Ja, hier sind unsere gesammelten Gegenstände. Ah, wir haben ja auch Zauberstäbe, alles unentdeckt natürlich. Und oben sehen wir die ganzen Ressourcen, die wir hier sammeln können. Was wir damit anfangen können, weiß ich jetzt aktuell noch nicht, aber das werden wir noch herausfinden. Auf jeden Fall kann ich nicht springen, ich kann nur diese Attacke machen und jetzt halt das Schild. Genau. Die Optik ist auf jeden Fall schon sehr witzig. Also dieser Cell-Shading-Look gibt ja Leute, die nicht unbedingt darauf stehen, aber ich mag ihn auf jeden Fall. Zumindest wenn er gut gemacht ist, habe ich überhaupt nichts dagegen. Der braucht 3 Schläge, bis die Sachen kaputt sind. Ich werde noch mal kurz... Nein.
die Lautstärke runterdrehen. Etwas. Ich glaube nämlich, sonst bin ich zu leise. Mein Mikrofon ist nicht das Beste. Und ich habe keine Lust, da eine Verstärkung drauf zu hauen, weil es sonst schneller fängt zu rauschen. Ich spüre, dass du eine natürliche Affinität zum Nächsten hast, ja? Ich nenne ihn ein Actus-Zauberspruch. Neuer Fokus, Actus, ermöglicht Zaubersprüche mit bedingter Dauer wie Minen und Geschosse. Mhm. Ah, okay. Man soll das dann hier anzünden? Das ist also ein Zauberspruch, der eine Zeit lang aufrecht erhalten bleibt, irgendwie sowas. Ah, okay, ja. Wenn ich mache jetzt natürlich hier das Feuer hin. Wenn ich weggehe, kommt er zurück und wird angezündet. Ja, ist natürlich kein schweres Rätsel, aber so lernt man halt die ganzen Sachen kennen, was man damit machen kann und so. Das ist schon ganz witzig. Wir nehmen natürlich hier auch jede Truhe und Kiste mit. Mal, ja, ansonsten hier gibt es nicht so viel. Okay. Noch ein bisschen hartnäckig die Gegner hier. Die zerplatzen nicht mit einem Schlag. Es bleibt für dich noch ein Zauberspruchtyp übrig zu lernen. Hier ist ein Creo-Zauberspruch. Ermöglicht Zaubersprüche von dauerhaftem Effekt wie Eisbrüche aus Eisbrücken und Feuerwände. Okay, Creo. Mhm. Was ist das für ein merkwürdiges Zeichen am Boden? Es sieht aus wie eine Teleportationsglyphe, aber ich weiß nicht, wohin sie führt. Okay, also diese Eisschollen hier, die werden auch mit der Zeit brüchig. Macht natürlich auch Sinn bei dem Klima. Aber vielleicht kann man ja noch irgendwas entdecken. Aber es scheint nicht so. Okay. Da oben die Mana sieht man, regeneriert sich relativ schnell. Aber wenn man natürlich in der Hitze des Gefechts ist, muss man auch auf die auf das Ressourcenmanagement achten. Okay, dann gehe ich mal in die Teleportationsglyphe. Reise nach Haven. Als die königliche Familie und alle anderen Magier aus Mistralia verbannt wurden, sind einige geblieben und bauten diesen geheimen Unterschlupf. Der einzige Weg, der nach innen führt, wurde mit Hilfe von Magie verborgen. Ein ahnungsloser Reisender könnte also durch den Ort stolpern, ohne zu wissen, dass er sich in einer Siedlung befindet. So, sind wir hier angekommen, in Haven. Du hast dir gewiss Zeit gelassen, hierher zu kommen. Ich fiel in den Fluss in der Nähe deines Hauses. Mentor, ich fand diese merkwürdige Zauberbuch. Was ist das? Du hast bereits ein Zauberbuch? Zeig es mir mal. Du hast auch schon Zaubersprüche daran stehen? Nun, da hast du zweifellos schon die ein oder andere Lektion übersprungen. Willkommen in Haven, Sia. Wir Magier treffen uns hier, wenn nötig. Und das ist der Verzauberer. Na, der sieht ja schon sehr nett aus. Hallo, schön dich kennenzulernen. Ja, ich bin derjenige, der sich um diesen Ort kümmert. Für gewöhnlich ist er auch derjenige, der die Zauberbücher zur Verfügung stellt. Aber darüber bist du jetzt schon hinaus, wie es scheint. Du bist bereit, hinaus in die Welt zu gehen und eine richtige Marie zu werden. Wir lernen, indem wir handeln. Zuerst gehst du in die mistralischen Wälder. Das Böse hat begonnen, dort Wurzeln zu schlagen.
Was kann ich tun? Du tust, was Magierinnen tun. Finde die Quelle des Verderbens und mach, dass sie versiegt. Ist das wirklich, was Magierinnen tun? Magier halten das Tal sicher vor missratener Magie. Dies war unsere Aufgabe zu Zeiten der Magierkönige. Und das ist sie immer noch. Jetzt ist es auch deine Aufgabe. Ein Tipp, bevor du gehst. Siehst du diesen Laternenmast hier? Wir Magier können ihn benutzen, um unsere Erinnerung zu hinterlegen, um unser Fortschritt zu bewahren. Mache davon auf deinen Reisen Gebrauch. Das ist es, was Magierin für so lange Zeit ihre Vorherrschaft ermöglicht hat. Dankeschön, Herr Zauberer. So. Ganz nebenbei, latsch nicht auf meinen Blumen. Folge der Straße Richtung Süden, um die mistralischen Wälder zu erreichen. Viel Glück, wenn du so etwas an so etwas glaubst. So, wa? Okay, hier haben wir noch was zu untersuchen. Das ist der Garten des Verzauberers. Er sieht so aus, als ob dort genug Platz ist, um etwas anzupflanzen. Ich sollte den Verzauberer fragen. Verschwinde aus meinem Garten. Komm zu mir, junge Dame. Okay. Dann machen wir noch ein paar Vasen kaputt. Die kann man wahrscheinlich nicht kaputt machen. So, die Leute laufen immerzu durch meinen Garten und trampeln auf meinen armen Blumen herum. Darum werde ich dich bitten, mir noch ein paar neue Knollen zu sammeln. Siehst du die blaue Blüte dort? Das ist eine magische Lilie. Pflanze 4 Knollen der magischen Lilie, um meinen Garten zu vervollständigen. Du findest eine in den mistralischen Wäldern, eine auf dem Anstieg und eine im Hochland. Ich weiß nicht, wo die letzte ist. Ich werde versuchen, sie zu finden. Großartig. Du kannst ein paar magische Linien aus meinem Garten mit Seelenperlen versehen, um Mana-Talismane zu erschaffen, die dir ermöglichen, dein Mana im Nu wieder zu erlangen. Je mehr magische Linien du pflanzt, desto mehr Mana-Talismane wirst du gleichzeitig herstellen können. Mana-Talisman. Ein Mana-Talisman, der aus einer magischen Lilie und Seelenperlen gefertigt wird. Ich kann ihn benutzen, um Mana zurückzuerlangen. Ja, quasi ein Mana-Trank. Und wir haben dann halt auch diese Aufgabe jetzt schon, diese Knollen zu suchen. Mal gucken, ob wir sie finden werden. Ah, okay, sehr interessant. Die Teile haben also auch ein bisschen was zu geben. Oh, ich sehe schon eine Truhe. Grüne Seelenperlen mal 5. Ah, okay, das sind diese Seelenperlen. Ja, ja. Okay. Das heißt, die brauchen wir dann auch für die Magier. Ich hab den Namen schon wieder vergessen. Also die Mana-Tränke da. Aha. Was ist das denn? Sieht interessant aus. Was ist das für ein merkwürdiges Gerät? Dieses Instrument wird dazu gebraucht, den Himmel sicher zu beobachten. Er ist momentan ohne Antrieb. Okay. Dann müssen wir später hin. Ja, sieht ja eigentlich immer ganz nett aus mit der Unschärfe und so, aber ich muss sagen, ich komme zwar aus dem Video- und Filmbereich und spiele selber gern damit, aber in Spielen bin ich nicht so der große Fan davon. Hier hält sich das noch an Grenzen, ja, aber manche Spiele übertreiben auch wirklich damit. Mentor hat mir von einer jährlichen Zusammenkunft von Magiern erzählt. Vielleicht ist das der Ort, an dem sie stattfindet. Dieser Stein war ursprünglich im Schloss Mistralia untergebracht. Magier würden sich um ihn versammeln, um zu entscheiden, welchem Bestreben sie als nächstes widmen sollten. Das ist faszinierend. Okay, alles hier noch Gegenstände, die später gebraucht werden. Ach, hier habe ich auch noch irgendwas. Das ist der Altar der Zeitalter. Er ist eine Liste aller Magier von Mistralia. Es heißt, dass alle Magier von O bis Z aufgelistet sind. Ja. Aufrechtzuerhalten, will ich sie sehen? Aufrechtzuerhalten, will ich sie sehen? Ja, das scheint jetzt hier schon ein Übersetzungsfehler zu sein. Oaks in Oktober, aha, aha. Okay.
Okay, ich krieg mal durch. Ich werde das jetzt nicht alles durchlesen. Aha. So, so. Krieg ich hier gleich mal ein Achievement oder so? Nee. Das Spiel hat auf jeden Fall ein bisschen Witz. Das ist der Altar der Zeitalter. Er ist eine Liste von aller Magier, die von H bis N aufgelistet sind. Ich gehe hier mal schnell durch. Vielleicht kriege ich ja irgendwas dadurch. Ach, wahrscheinlich. Ja, das sind wahrscheinlich die ganzen Bäcker. Weil das Spiel natürlich von einer Kickstarter-Kampagne finanziert wurde. Oder durch eine Kickstarter-Kampagne. Nein, das machen wir nicht nochmal. Und da gehen wir jetzt auch nicht hin. Okay, wir haben unseren Fortschritt gespeichert. Wir haben hier schon alles gesehen. Dann werden wir mal mit dieser Person hier reden. Hallo, Sia, richtig? Ich bin Cinna. Willkommen in Haven. Du kannst hierher kommen, um zu entspannen, andere Magier zu treffen oder zu essen. Es gibt da auch die Magierprüfung, um deine Fähigkeiten auf die Probe zu stellen. Aber dafür bist du noch nicht bereit. Wie, ich bin noch nicht bereit? Ja, wahrscheinlich. Ich habe ja erst ein paar Zaubersprüche. Der Teller sagt Deposit. Legendärer Held und ganz verrückt. Okay. Mal jetzt hier hin. Magierprüfung. Ja, hier bin ich noch nicht bereit. Na, wahrscheinlich. Hier steht, der Saal der Magierprüfung. Stelle deine Fähigkeiten als Magier auf die Probe und erhalte im Gegenzug fantastische Preise. Es sieht geschlossen aus. Ja. Das heißt, wir können hier auch noch nichts machen. Ah, die Grafik ist echt schick. So, jetzt müssen wir natürlich noch den Weg finden. Ja, ich hab's... Ach, wahrscheinlich hier runter, okay. Einen Gesundheitsbrunnen zu unserer Linken. Gib 4 ab und dein Leben soll verlängert werden. Ah, ja, das ist schon mal gut zu wissen. Die Dinge habe ich natürlich noch nicht. Ah, ja. Okay. Wahrscheinlich wird es hier von Endbossen oder irgendwie so Sachen oder besondere Truhen geben. Mal schauen. Grüne Seelenperlen. So, da haben wir doch noch jemanden. Oh, du bist neu. Ich bin Emma, eine Magierin, so wie du. Ich schätze, du fragst dich, wie du herauskommst. Ja? Haven wird von einem magischen Siegel geschützt. Du musst es erst entzaubern, bevor du rein- und rausgehen kannst. Warum versuchst du nicht, es zu brechen? Sprich Magierin und tritt ein. Ja, da sind so ein paar... Ah, okay. Ja, klar. Ein bisschen Puzzle. Puzzle sind auf jeden Fall hier auch ein großer Bestandteil von dem Spiel. Und hat eine Treppe erstellt. Ich bezweifle aber, dass ich das jetzt jedes Mal machen muss hier. Tolle Arbeit. Ich wusste, du würdest es schaffen. Altertümliche Magier verstecken für gewöhnlich ihr Hab und Gut in versiegelten Verstecken. Wenn du Glück hast, findest du weitere Siegel an abgelegenen Orten im Tal. Ja. So, und bevor ich weitergehe, mache ich jetzt eine kurze Pause und wir sehen uns in Teil 2 wieder. Bis dann!